Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Days Gone. Diesmal dringen wir in das Gebiet der Ripper vor, um dort die Medikamente zu holen, die wir brauchen. So. Ach, das ist das Geilste. War das gerade ein Berglöwe? Ah nein, ein normaler Bär. Okay. Ja, das geilste Wetter, das wir überhaupt haben können für eine Folge. Da unten ist noch eine Reisetafel, die ich freischalten will. Oh. Kommt schon, ihr Drecksviecher. Oh fuck, mein Motorrad steht ja da oben. Komm. Ah, weg. Ah, toll, Grappler. Das wird ja immer besser. Thank you.
Puh. Okay. Ich glaube nicht, dass ich sie alle erwischt habe. Es ist einer der ganz seltenen Autofreaker. Willst du mich eigentlich verarschen? Hallo? So. Na toll. Fuck, wie viel sind das denn noch? Mein eigenes Motorrad hält mich auf. Prozent aller Horden gerade mal ausgelöscht. Ah. Alter. Mich hätte das mal echt interessiert, wie groß diese Horde war. Die hatte bestimmt auch schon eine kleine Größe. Die Annäherungsminen sind gut. Muss ich echt sagen. Also, davon sollte man, gerade wenn man mal auf eine Horde trifft, immer ein paar Stück dabei haben. Wow. Ach, da scheint einer da reingerutscht zu sein. Oder er ist da oben? Nee, ist reingerutscht. Ich krieg das schon hin. So. Das wusste ich noch nicht. Ah!
Straßenräuber. Scheiße, ich hätte besser aufpassen sollen. Die hat's erwischt! Noch einer. Gut. Gut angetäuscht, Junge. Hat ja nichts gebracht, aber nicht schlecht. Bin beeindruckt. Ich dachte gerade, das wäre auf dem Dach. Ach, das sind die Waffen. Ja, okay. Ja, vielleicht finde ich im Camp noch was. Ich brauche einfach ein paar Waffen. Ach, ein Sammelobjekt gefunden. Sehr gut. Naja, das, was ich habe, wird schon reichen. Ich habe ja immer noch die Munitionstasche, wenn es hart auf hart kommen sollte. Schizo, hier ist St. John. Ich bin an der Grenze. Siehst du jemand von meinen Leuten? Nein, Schizo, alles sauber. Gut, wie viel Zeit habe ich? Zeit? Wofür? Ich weiß nur, dass ich nachher Karten spiele mit ein paar von meinen Jungs. Dabei sollten sie eigentlich Wache schieben. Aber dann ist es halt mal so. Ich würde sagen, wir spielen die ganze Nacht. Also bis zum Morgen. Verstanden. Dicken Ende. Ja. Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Na komm, da fahr ich mit dem Motorrad. So, an zwei von meinen drei Waffen habe ich einen Schalldämpfer. Sehr gut. Oh, verdammt. Okay, ich gebe zu, dass ich eventuell mal bessere Ideen hatte. Eventuell. Ich hatte nämlich auch schon viel schlechtere Ideen. Was ist das? Was? Wie hab ich... Was? Was? Wie hab ich das... Ist das jetzt durch ein Zufallsereignis passiert oder wie? Naja, die Abklingzeit für Ausdauerwiederherstellung habe ich jetzt gemerkt. Das ist, ja, doch ganz wichtig. Gerade wenn man von der Horde abhaut. Oh. Das sieht entspannt aus. Tiefenentspannt.
Ich weiß auch, wo ich bin. Oh, verdammt, ich hab vergessen. Ernsthaft? Du wirst brennen und frei sein. Jesus, halten die denn aus? Jetzt stirbt doch endlich! Shit, und jetzt? Ihr seid anstrengend, wisst ihr das? Ah, großartig. Die muss ich mir jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist ein... Ich wollte gerade sagen, das ist ein Maschinengewehr. Ja. Ach, das ist so eine Mission mit unendlich, okay. Also dieses Gebiet hier ist ein riesiges Ripper-Gebiet, oder was? Eieieiei. Großartig. Oha.
So. Oha. Oh, das wird sowas von nicht gut gehen. Das weiß ich aus The Forest. Oh Mann, was für ein Chaos. Wow. Hatten die Steroide oder was? Steroide da drin oder was? Oh Gott. War's das? Verdammt doch mal. Ein hartes Stück Arbeit. Puh. Das Ding hält ein bisschen was aus, gebe ich zu. Antibiotika. Ich muss Antibiotika finden. Ja, das wird gehen. Ich muss dann zurück zu meinem Bike. Ach, ich kann die Bärenfalle. Achso, ich wollte gerade sagen. Ich habe jetzt gedacht, die hätte ich im Inventar drin. Das wird ihm helfen. Und dann hauen wir hier ab, nach Norden, wie er es wollte. Wenn das mal gut geht. Immerhin ist das ja ein Bruch des Waffenstillstands. Deke in St. John, bist du da? Deke, hier ist Ricky. Over. Scheiße, ich weiß, wo ich bin. Hey, Ricky, hier ist Deke. Schlechter Empfang, ich kann dich nicht hören. Deke, wo bist du? Ich brauche... Hey, es tut mir leid, Ricky, ich habe gar keine Zeit dafür. Oh Gott. An dieser Stelle eine Sequenz, das heißt nichts Gutes. Das ist Deke. Hinter ihm! Du, in die Richtung. Wir dürfen nicht zurückkommen. Los! Gefunden? Was noch übrig war, ja. Was übrig war? Ich habe Schüsse gehört. Was ist los? Sind auf ein paar Ripper gestoßen. Ich hab's geregelt. Geregelt? Was? Wow. Ich hätte es wissen müssen. Was wissen? Mann, Ricky, wer sorgt hier für Sicherheit? Weißt du was? Die Frage stelle ich mir jeden verdammten Tag. Ich bin hier fertig. Gut. Was machst du hier draußen? Was ich hier mache, Deke? Eddie sagte, ich soll dich holen. Was? Warte einen Augenblick. Ist Boozer okay? Keine Ahnung. Wir müssen los. Was ist mit Boozer? Eddie hat nur gesagt, dass ich dich finden soll. Dann hörte ich, dass du mit Skizzo hier bist. Jetzt weiß ich warum. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle, die medizinischen Vorräte, das ist kein Geheimnis, Deke. Iron Mike hat mit Carlos verhandelt. Abgemacht, dass unser Camp alles mit den Rippern trägt. Schwachsinn! Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn! Ich war da, der halbe Frachtraum ist schon leer. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich habe seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt kriegst du mich, Skizzo. Er hat dich angestiftet. Er hat dir
super. Hältst du mich jetzt für Skizzos Laufburschen? Nein? Wie hast du dann davon erfahren? Von einem Drifter in Copelands Camp. Wie du sagtest, es ist kein Geheimnis. Ja, klar. Skizzo will sich schon seit Monaten mit den Rippern anlegen. Er freut sich bestimmt, dass du das so willst. Ich habe da mal eine Frage. Muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Wind, hast du Iron Mike gesagt, er kann dich mal, weil er nicht für Überlebende zahlen wollte. Das war ein kleines bisschen anders. Oh, ich erinnere mich doch ganz gut. Iron Mike wollte mit Sklavenhändlern nichts zu tun haben. Ich bin kein... Okay. Wir haben niemanden zu irgendwas gezwungen. Was ist mit Tucker? Gilt das auch für Sie? Keine Ahnung. Mal dran gedacht, dass jemand, den du da draußen aufspürst, der am Verhungern ist, tagelang nicht geschlafen hat, dass der ihm nicht mehr weglaufen kann? Ne? Mal dran gedacht, dass er keine Wahl hat? Aber du hast sie trotzdem nach Hot Springs gebracht. Für ein paar Kennpunkte. Jeder hat eine Wahl, Digga. Für uns ist es auch hart, jemanden aufzunehmen, der nicht arbeiten kann, der nicht hilft. Weißt du, ich bin nur froh, dass Iron Mike nicht so ist wie du. Harte Worte. William, William, wenn du mich hörst, du musst aufhören. Eddie, was ist los? Loser? Hey, halt ihn fest. Was zum Teufel machst du da? Was machst du hör da? Hör zu, wir müssen das tun, und zwar schnellstens. Was tun? Lass das! Oh. Ich stehe da! Nein, nein! Dick. Nein, du wirst ihm... Niemals, nein, das tut ihm nicht hör an! Hör mir zu! Das Antibiotikum rettet sein Leben, aber nichts auf Gottes Erde rettet seinen Arm. Hör zu, du musst mir jetzt dabei helfen, oder dein Freund wird sterben. Ach du Scheiße! Lass mich! Dick! Okay. Okay, alles klar. Komm. Hey, Kumpel. Hey, Kumpel. Okay, hör zu, du musst bei mir bleiben. Halt ihn fest. Okay. Hier. Dick. Dick. Okay. Dick. Ganz ruhig. Okay, okay, hol doch okay, ein Bein okay. Oder eine Machete. Oh Gott. Oh, meine Güte. Wir verlieren ihn. Nein, 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 er verliert zu viel Blut. Ihr müsst aufhören. Er verliert zu viel Blut. Gib mir den Verband. Okay. Oh, nein. Komm schon! Halt ihn fest! Alles okay, Kumpel. Wo soll ich ihn festhalten? Festhalten! Einfach so okay, festhalten! Reiß dich zusammen und halt ihn fest! Wow! Das ist heftig. Hey. Du warst gut da dran. Damals auf der Highschool dachte ich... vielleicht studiere ich Maschinenbau. Oder doch lieber Chirurgie. Ich hätte wohl Chirurgin werden sollen. Und du? Hey, okay. Hast deinem Freund das Leben gerettet. Ich fürchte, das wird er anders sehen. Ja, vielleicht tut er das. Ich muss ihm jetzt eine Infusion legen. Weißt du, keine Ahnung, wo du das Zeug her hast. Ich will es gar nicht wissen. Aber es wird viele Leben retten, Deacon St. John. Sehr viele. Ich muss Eddie helfen. Mike, beruhige dich, okay? Deacon, komm raus! Oh, shit. Ich weiß Bescheid! Es ging nicht darum, ihn umzubringen. Mike, lass gut sein. Es ist vorbei. Gott verdammt, ich weiß. Wird Boozer überleben? Keine Ahnung. Aber die Ripper da draußen sind dir gefolgt. Wenn Carlos das herausfindet, wird die verdammte Hölle losbrechen. Carlos kann mich am Arsch lecken. Du setzt das Leben anderer aufs Spiel. Ich hoffe, du weißt das.
hattest keine Wahl. Mike! Warte! Wow. Puh, das war aufregend. So, jetzt will ich mal wissen, wie viele Ohren ich insgesamt habe. Da kann ich ungefähr schätzen. Oft so circa 100 waren es schon. So, was ist denn ein Brecherwert? 13, uiuiui. Sehr schön. Gut gemacht. Das war's. So, kann ich was davon kaufen? Hey, wie läuft's? Ich habe nämlich jetzt gerade nicht aufgepasst, ob ich aufgestiegen bin im Rang. Sieht leider nicht so aus. So. Shit, du brauchst echt viel Benzin. Ja, das stimmt. Wir sehen uns. Bin ja aber auch viel am Rumfahren. So, Leute, aber das war's dann auch mit dieser Folge. So, aktuell habe ich keiner. Ah, doch, da. Ich erinnere mich. So, besuche Sarahs Gedenkstein. Dann gehen wir jetzt diese Quest an. So. Ich werde eine Schnellreise machen in die Nähe, dass wir direkt in der Nähe starten können. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das ist alles, was ich für heute habe. Also, wow, wir haben jetzt fast das an Pflanzen mitgenommen, was wir an Ohren verkauft haben. Na gut, da war ja auch Fleisch noch dabei, aber trotzdem. Gut, ja, Leute, das war's dann auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, bis dann, macht's gut, danke fürs Zuschauen und ciao. Thank you.